positiv angelaufen. Und dann gib uns ein bisschen Informationen zu diesem Hotel. Meine liebe Cherie, schön deine Stimme zu hören und herzlich willkommen hier in Hurghada. Ja, ich freue mich wie ein Schnitzel, wie ich immer so gerne sage, wenn ich hier live sein kann und unseren Zuschauerinnen und Zuschauer, die ich hiermit auch begrüße, immer schöne Hotels näher bringen kann. Wir sind heute im Brotels Grand Seas Resort. Das ist ein Hotel, das kenne ich schon seit vielen Jahren. Und das wurde damals im März 2020 geschlossen. Der damalige Betreiber ging raus und dann stand das Hotel erstmal leer. Und seit dem Sommer 21 bis Dezember 21, ich fahre ja öfter hier vorbei, gab es sehr, sehr viele Bauarbeiten hier. Die haben sehr viel renoviert und haben dieses Hotel und der Protels Grand Seas Resort am 1.12.2021 wieder eröffnet. Und es kann also wirklich nur bestätigen, es erstrahlt in altem Glanz. Man hat hier wirklich viel Geld in die Hand genommen. Man hat hier sich wirklich Mühe gegeben, das Hotel wieder auf den Standard zu bringen, den es einmal hatte, denn es war einmal ein sehr, sehr gutes Hotel. Und auf diesem Weg ist diese neue Managementgesellschaft, die wirklich wissen, was sie tun, die viele Jahrzehnte schon in der Hotellerie arbeiten, die geben hier gerade richtig Gas. Und wir haben ja heute hier ein fast unschlagbares Special. Ich denke, das ist wirklich noch so dieses Wiedereröffnungs-Special, was für ein paar Tage noch buchbar ist. Und ich kann nur sagen, geben Sie diesem Hotel eine Chance. Es ist eine tolle Lage. Man hat hier eine wunderschöne Badebucht. Ich habe mich extra jetzt für die Schalte hier vorne am Strand aufgebaut, dass man das sehen kann. Es ist sehr großzügig. Wir haben hier fast 300 Meter Beach, die zum Strand gehören. Die Liegen stehen großzügig auseinander. Also man hat wirklich viel Platz. Man kann langsam ins Meer reinlaufen, kann schwimmen. Und zusätzlich hat das Hotel, das kann man glaube ich jetzt nicht sehen, das ist durch die Sonnenschirme verdeckt, dort hinten ein Jetty, ein Meeressteg, auf dem man an die Riffkante vorgehen kann. Da stehen auch die Boote vom Aquacenter und vom Tauchcenter, also wer hier am Roten Meer gerne tauchen möchte, schnuppertauchen möchte oder irgendwelche Wasseraktivitäten machen möchte, der ist natürlich hier in Ägypten am Roten Meer genau an der richtigen Adresse und die Schnorchelfans unter Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die kommen hier auch auf ihre Kosten, denn am Ende des Jetties gibt es eine Riffkante, an der man schön schnorcheln kann. So, gastronomisch ist natürlich auch was geboten. Wir haben ja, wie du schon gesagt hast, Cherry, das Ultra All Inclusive hier inklusive und das lässt ja so gut wie keine Wünsche offen und ich will noch verraten, wir haben hier bei dem Wiedereröffnungsangebot noch ein 50-prozentiges Special draufgeknallt für die Wellness-Hungrigen, die sich gerne mal die Seele baumeln lassen im Wellness, in der Wellnessabteilung mit Massagen, also 50% ist eine Hausnummer, heißt jede zweite Massage ist im Prinzip gratis, nutzen Sie das aus. Lassen Sie sich hier auch mal in der Wellnessabteilung verwöhnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben hier auch eine sehr große Poolanlage. Und ich will gar nicht noch viel mehr erzählen, weil wir haben ja Bilder und einen Film, denke ich mal, auch noch vorbereitet, was wir zeigen möchten. Will jetzt hier in der Schalte auch nicht den Zeitrahmen sprengen, denn um 14.30 Uhr deutscher Zeit werden wir wieder live sein hier und zwar bei Sonnenklar TV im Fernsehen und gleichzeitig auf der Facebook-Seite von Sonnenklar, denn wir machen heute unseren ersten Urlaubschecker 2022 aus dem Brotels Grand Seas Resort. Und ich hoffe, dass möglichst viele Zuschauer einschalten, denn dann kann ich Ihnen das komplette Hotel zeigen. Wir werden auch die Junior Suite zeigen, die im Package inklusive ist. Wir werden die Restaurants zeigen. Wir werden den Strand nochmal zeigen. Und Sie können sich einen guten Eindruck über dieses Hotel später noch verschaffen. Und mit diesen Eindrücken jetzt erstmal zurück zu dir, Cherie. Ich hoffe, wir sprechen uns nachher nochmal. Du bist noch da. 14.30 Uhr deutscher Zeit und ich freue mich drauf. Klasse, ganz, ganz herzlichen Dank. Wichtige Uhrzeit, 14.30 Uhr Livestream, denn gerade natürlich für alle diejenigen, die gerade hieran interessiert sind, ja, da wird der Andreas uns wirklich so richtig schön da durchführen und noch viel, viel mehr zeigen. Wir haben jetzt einen Film vorbereitet, aber das waren natürlich schon mal wunderbare Informationen, die wir jetzt auch vom Andreas direkt vor Ort bekommen haben. Und haben Sie das tolle Wetter gesehen und die Sonne auch. Und wenn wir ab März hinreisen, natürlich ein Traum bis Dezember, haben wir die Gelegenheit. Schauen Sie sich das Hotel gerne auch jetzt nochmal an und dann merken Sie sich das vor, nachher 14.30 Uhr.